Ja, ich habe zwar meinen Suchhund dabei, aber ich glaube, da der Winter zurückgekehrt ist, mit Wildkräuter sammeln wird es heute nichts. Aber das ist nicht so schlimm, weil das, was ich heute mache, da brauche ich sowieso was anderes dafür. Und das zeige ich euch jetzt. Hallo bei Holgers Grillen. Manchmal muss man einfach neue Wege gehen und die gehe ich jetzt auch. Metzgerei Unowodny in Schnei ist jetzt meine neue Metzgerei, die ich jetzt ja demnächst testen und ausprobieren werde. Und ich denke, die haben die Qualität, die ich mir wünsche und die ich brauche. Und ja, als erstes fangen wir mal an mit Nackfleisch. Das ist ein wenig mehr als ein Kilo. Das wird jetzt mit Salz und Pfeffer gewürzt. Dann wird es abgewogen auf der Küchenwaage, damit jedes Glösler, jedes Betty gleich groß ist. Dann in der Hamburger Presse. Und ja, damit fange ich jetzt an und ich lege los. Die sind jetzt alle abgewogen. Die haben alle so um die 136 bis 138 Gramm. Und wandern jetzt in die Burgerpresse. Die habe ich ein wenig mit Olivenöl bepinselt, dass ich die dann leichter rauskriege. Ja. Und so mache ich das dann mit alle 8. Jawohl. Schön fest drauf drücken. Und dann gehen die schon fast von alleine wieder raus. Durch ein Olivenöl und sind auch schön fest. Ja. Perfekt für den Grill. So, ich mache hier weiter und dann hole ich euch wieder dazu. Da sind sie, 8 geile Baddies. So, schön gepresst und die wandern jetzt alle hier in die Box. Und die stelle ich dann schon mal draußen zu meinem Grillplatz. Da bleiben sie schön frisch. Hervorragend. Und dann machen wir hier weiter. Alright. Meine Bitterburger habe ich Bitterbrot gekauft. Ja. Das sind immer 6 Stück in einem Back. Und ich brauche halt 8, ja, also durch 4 Stück einschweißen. Die halten sich dann ewig. 8 brauche ich. Die werden dann kurz gegrillt. Und ja, die Füllung machen wir dann noch. 2 Becher Schmand, Salz und Pfeffer, eingelegte Chili. Na, die probiere ich dann erst einmal gleich. Sehr scharf. Sau geil. Und das ist dann die Schärfe, um die Süße ein wenig zu vermischen, damit es nicht zu scharf ist. Und mit Limetten wird die ganze Chili-Creme dann abgerundet. Legen wir los. Ja, als ich die Chili-Creme das erste Mal gemacht habe, da habe ich nur einen Becher Schmand genommen und die war ruckzucki weg. Deshalb nehme ich heute 2 Becher Schmand und dann schauen wir mal da, kriegen wir die raus. Wir probieren da jetzt mal eine. Oh, ja. Oh, ja. Ja, die geht. Oh Gott. Jawohl. Oh, also blank würde ich die nicht mehr essen. Halleluja. Die hat richtig Bums, du. So, Limetten. Ich habe jetzt eine kleine und eine große, den Saft. Den tun wir noch gleich mit rein. So, dann. Das erste Mal nicht zu viel.
weil da kommen ja da noch Chili mit rein, so die Eingelegten. Da kann man ein wenig mehr nehmen, so ungefähr einen Esslöffel. Von denen einen halben Teelöffel ungefähr stimmen. Und hier, da machen wir drei Esslöffel. So, dann mischen wir das. Und dann schneiden wir die Chili. So, von den scharfen Chili habe ich jetzt 2,5 glatt geschnitten für die Eingelegten. Und ich habe schon ein wenig probiert. Ich habe auch eben Hanf festgestellt, wir brauchen auch noch ungefähr einen Esslöffel. So. Und hier auch noch haben wir ungefähr 3. 1, 2, 3. So. Und jetzt verrühren wir das. Das stellen wir dann auch draußen. Mit ein bisschen frische Luft. Damit es richtig schön durchpfeift. Ja, dann kann ich auch ein Gebrauch. Ja, und dann kann man den Löffel noch rein. Ja. Soll ja auch ein wenig Bums haben, ne? Mal die Schärfen, die kommen schon so langsam. Aber gibt es ja noch Salat dazu und Fleisch. Ja. So lassen wir sie. Okay. So, Endspurt in der Küche. Die Patties sind fertig. Die Bitterbrote sind bereit. Die Chili-Creme. Und jetzt müssen wir noch den Salat machen. Und dann geht's auf zum Grillen. Ja, auch wenn es sehr, sehr kalt ist und der Winter zurückgekehrt, wir brauchen was zu essen. Und heute mache ich das auf direkte Hitze, damit es ein bisschen wärmer ist, weil gestern habe ich mir ein bisschen die Eier angefroren. Und so wie die Sache aussieht, braucht der Osterhase in dem Jahr Hilfe vom Nikolaus. Aber warten wir es einmal ab, sind ja noch ein paar Wochen. So, ich packe das heute alles in die Duberschüssel, dann bleibt es schön warm. Ja, weil sonst wäre das ganze Zeug ja arschkalt. Und das hier, das dauert eigentlich nicht lang. Das dauert bloß, ja, vielleicht 1 Minuten pro Seite. Und deshalb muss ich hier schnell sein. Sehr schnell. Gut. Ja, er lauert schon. 4 Stück sind verbrannt. Das geht wirklich fix mit den Bitterbrote. 4 habe ich gerettet. Und 4 habe ich Gott sei Dank noch auf Reserve gehabt. Kommen wir jetzt drauf. Also 1 Minute ist zu lang. Die brauchen höchstens 15 Sekunden. Und dann muss sie schon wieder wenden. Also, ich brauche 2 Hände. Auf geht's. Ja, bei die Burger hat man ein bisschen länger Zeit als beim Bitterbrot. Da machen wir jetzt auch schneller mal den Deckel drauf. Und ja, der Hund hat sich schon ans Knappt, alles klar. Oh, das duftet schon geil. Und guck, hör da mal. Oh, ist das lecker. Lecker. Bei mir gibt es jetzt Abendessen und es war heute bedeutend wärmer am Grill bei direkter Hitze grillen als bei indirekter. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal bei Holgers Grillen. Also tschüss, servus, euer Holger. So, da ist er, der Bitterburger. Chili-Creme, Tomaten, Gurken, Salat. Jetzt beißen wir mal rein.
Oh, lecker, saftig. Saugeil. Also das müsst ihr unbedingt einmal noch machen. Weltklasse. So, also dann. Tschüss.